Was geht, Leute? Obito hier mit einem weiteren Video für euch und heute sogar mit einer neuen Videoserie. Ein Zusatz zu den ganzen Beginner-Videos, weil ich ja immer mal wieder einzelne Beginner-Videos machen wollte zu den Game-Modes, wo ich aber nie so wirklich dazu gekommen bin und jetzt wollte ich das mal in Angriff nehmen. Und heute fangen wir an mit der neuen Obi-Erklärt-Serie, Obi erklärt Treasure Map. Ihr seht das hier, ich habe 176 von 100 Stamina, das ist der Modus, wo offensichtlich Treasure Map in der Mitte steht. Ja, ihr schaltet diesen Modus frei, wenn ihr Pirate Level 80 erreicht, zumindest wenn mich meine Erinnerung nicht trügt. Also jeder, der mit den Rookie Missions anfängt, da auch nochmal, ne, wenn ihr da noch Fragen habt, wie ihr Pirate Level leveln könnt oder so, guckt euch meine Beginner-Videos an, die sind alle in der Playlist verlinkt. Da erkläre ich ganz genau, wie man am Anfang am besten Pirate levelt, wie man am besten mit diesen Rookie Missions umgeht und so weiter. Und Treasure Map ist einer der Game Modes, der einmal pro Monat da ist. Immer für 5 Tage. Aktuell immer von Mittwoch. 11 Uhr ist der Start jetzt nach der aktuellen Zeit bis Sonntag 16 Uhr. Das sind die Start- und Endzeiten von dem Game Mode. Und ja, ich bin ja jetzt extra mal auf diesem anderen Account, damit ihr auch sehen könnt, wie das aussieht, wenn man ja noch wenig Treasure Map gespielt hat. Und ja, was ihr alles beachten müsst, worum es alles geht. Und wir fangen jetzt einfach mal an und ich wähle jetzt mal den Treasure Map Modus einfach mal aus. So, wir haben hier ein bisschen Download. Und es geht hiermit erstmal los. Hier kriegt ihr so eine kleine Erklärung, ne? Das ist vor jeder Treasure Map das gleiche, das müsst ihr euch nicht durchlesen. Da steht im Endeffekt drin, ihr seht das hier schon, ihr habt einen Kompass und ja, kommt dann damit vorwärts. Ich erkläre euch das aber nachher noch genauer, deswegen überspringen wir das jetzt einfach mal. So. Und jetzt habt ihr hier den Treasure Map Screen, den jeder hat, wenn er das erste Mal Treasure Map spielt oder auch den jeder hat, der häufiger gespielt wird. Und wir gehen das einfach mal durch. Ihr seht hier ganz oben links im Bildschirm diese Punkte. Das sind eure Treasure Points. Die sammelt ihr, indem ihr Treasure Map spielt. Oben seht ihr dann halt noch euren Namen und das Pirate Level. Das ist halt dasselbe Overlay, was ihr sonst auch überall habt. Oben rechts euren Gemstand und oben rechts darunter eure Sailing Stamina. Bei Treasure Map ist es so, die Treasure Map hat einen eigenen Stamina-Balken. Das bedeutet, diese Stamina könnt ihr nur benutzen, um auf der Treasure Map zu spielen. Das ist nicht eure Stamina, die ihr für normale Game Modes irgendwo benutzen könnt. Allerdings, sobald ihr im normalen Game Mode ein Level-Up habt von eurer XP, kriegt ihr auch auf der Treasure Map wieder eine volle Stamina-Leiste. Das heißt, ihr könnt euch das vor einer Treasure Map vernünftig hinlegen, dass ihr sofort ein Level-Up habt, damit ihr ein bisschen mehr refillen könnt auf der Treasure Map, denn im Unterschied auch zum normalen Game Mode könnt ihr bei einer Treasure Map nicht mit Meats eure Stamina refillen. Wenn ihr bei der Treasure Map eure Stamina refillen wollt, müsst ihr einen Gem benutzen und deswegen bietet sich das immer an, seine XP so fast voll zu machen vor so einem Event und dann direkt ein gratis Level Up zu bekommen. Dann seht ihr da drunter hier einmal diesen List-Button. Wenn wir diesen List-Button hier jetzt mal anklicken, seht ihr, welche Charaktere für Treasure Map geboostet sind. Was bedeutet geboostet sind? Geboostet bedeutet, die Treasure Points, die ihr auf der Treasure Map erspielt, durch das Töten von bestimmten Gegnern, von Bossen und durch das Einsammeln von Münzen, können erhöht werden, indem ihr bestimmte Einheiten habt. Diese Einheiten könnt ihr immer auf Zugefests kriegen, die gleichzeitig zum Event laufen. Das heißt, wenn ich jetzt in die Taverne rübergehe, wir machen das mal kurz, werdet ihr hier sehen, dass wir einmal natürlich jetzt Kizuna haben, aber das ist jetzt egal, das ist jetzt ein anderes Event. Wir haben jetzt gerade Treasure Map. Treasure Map gibt es 3 verschiedene Parts. Da könnt ihr ganz normal, wie auf allen anderen Bannern, auch eure Gems benutzen, um zu pullen. Und da könnt ihr mit einer relativ geringen Wahrscheinlichkeit diese Booster bekommen. Ich würde euch vor allem am Anfang, auch in den niedrigeren Ligen, weil ihr müsst am Anfang in der niedrigen Liga anfangen, empfehlen, nicht für Treasure Map zu pullen, einfach durchzuspielen, einfach eure ganzen Belohnungen mitzunehmen und das war's, um diese Banner erstmal zu ignorieren. Denn sie sind sehr teuer von den Gems her und sie bringen euch auf den niedrigeren Leveln und in den niedrigeren Ligen der Treasure Map nicht genug Rewards, dass es sich lohnen würde. Also lasst die Finger davon. Das ist auch erstmal so das
Einzige, was ich da zu den Bannern sagen möchte. Genau. Aber ihr könnt natürlich hier auf der Liste trotzdem gucken, weil es gibt ja nicht nur diese Treasure Map Booster. Das sind nämlich immer die ersten drei oder die ersten zwei, die nur Pulver sind, sondern alle anderen Charaktere, die auch noch die Punkte erhöhen. Und das sind Einheiten, die sowohl Free-to-Play sind, als auch Pay-to-Win, die auf vorherigen Bannern Pulver waren. Hier seht ihr das zum Beispiel aktuell. Steht dabei, die kriegen Treasure-Punkte mal 1,4. Stats boosted bei 2,5 und Special Charge Time reduziert bei 10 Turns. Das bedeutet, auf einer Treasure Map sind die Specials dann von den Units sehr häufig sofort ready. Hier sind zum Beispiel Frankie und Brooke, das sind Pay-to-Win-Units. Oder halt auch der Kanjuro, der eine Free-to-Play-Unit ist, den ihr farmen konntet. Und so geht das hier weiter. Die Booster darunter geben ein bisschen weniger. Die haben nur noch 1,35-fach auch wieder. Das sind hier jetzt auch wieder gemischt Pay-to-Win- und Free-to-Play-Units. Und das geht immer so weiter. 1,25, 1,25. Also ihr seht das, es gibt hier jede Menge Units, die eure Punkte erhöhen. Und ihr solltet natürlich versuchen, für diese Treasure Map Teams zu bauen aus Units, die hier geboostet sind, damit ihr eben mehr Punkte bekommt. Hier gibt es dann auch noch einmal den Help-Button. Bei dem Help-Button wird nochmal ganz kurz erklärt, was die Treasure Map ist. Könnt ihr euch ja durchlesen, wenn euch das interessiert. Dann gibt es hier noch weitere Buttons. Wir fangen jetzt mal hier an mit dem Expedition-Button. Expedition bedeutet im Endeffekt, ihr habt keine Lust, die Treasure Map selbst zu spielen oder ihr habt keine Zeit. Dann könnt ihr eure komplette Stamina aufbrauchen und dieser Expedition-Modus spielt für euch automatisch Treasure Map. Allerdings ist das nur ein geringfügiger Betrag, den ihr da bekommt, und würdet ihr zum Beispiel eine gesamte Treasure Map damit durchspielen, würdet ihr nicht mal genug Punkte kriegen, um eine Unit fertig zu bauen. Also das sollte nur im absoluten Notfall benutzt werden, das ist nicht sehr effizient, schaltet sich auch erst frei, nachdem man einen Run gespielt hat. Ihr habt hier einen Exchange, da gucken wir auch mal rein. Bei dem Exchange ist es so, hier gehen wir jetzt mal runter. Wird ein bisschen was erklärt. Okay. Also, ihr kriegt hier bei der Treasure Map Blue Tickets. Das seht ihr da unten ja schon. 1000 Blue Tickets sind gerade available, weil ich schon mal welche bekommen habe bei einer anderen Treasure Map, die ich schon mit dem Account mal irgendwann gespielt habe. Und mit diesen Blue Tickets könnt ihr bestimmte Items kaufen. Am Anfang empfehle ich euch ganz klar, mit den Blue Tickets die Charaktere zu kaufen. Denn es gibt viele Free-to-Play-Charaktere, die hier drin sind, die sehr, sehr stark sind, die eurer Box weiterhelfen. Und ja, wenn ihr herausfinden wolltet, welche Free-to-Play-Charaktere hier gut sind und wo es sich lohnt, am ersten eure Tickets zu investieren, um diese Units zu holen, dann guckt am besten auch bei mir in den Playlists. Da ist eine Tierlist zu TM-Units, die immer noch relativ aktuell ist tatsächlich. Und da macht ihr nichts falsch, wenn ihr aus dem höchsten Tier einfach die Units zuerst kauft. Hier als Beispiel, wenn ich jetzt diesen Perospero anklicke, der wirklich ziemlich gut ist, lädt jetzt auch erstmal einmal kurz das Menü vor. Und dann seht ihr hier, ihr könnt einmal die Units selber kaufen für 1000 Blue-Tickets. Und dann könnt ihr die Limit Break Mats der Unit kaufen. Ich würde euch da empfehlen, damit ihr da am Anfang nicht durcheinander kommt, weil das viel einfacher ist, euch sofort hier unten für 4220 Blue Tickets das komplette Set zu holen, weil das holt euch genau die Limit Break Mats, die ihr benötigt, um die Unit fertig zu kriegen. Genau, und dann ist sie zumindest mit Limit Break fertig. Und das reicht fürs Erste auch mal. Und das macht ihr erstmal mit allen Charakteren, bis ihr ein bisschen aufgeholt habt. Das ist im Endeffekt der Shop. Für Spieler, die halt schon länger dabei sind, ich zeige euch das trotzdem mal. Gibt es hier dann den normalen Shop. Den nutzen dann Spieler, die eh schon alle Charaktere haben, weil sie regelmäßig gespielt haben, um Limit Break Materialien allgemein für normale Charaktere mit ihren Blue Tickets zu erwerben, damit sie eben ihre Units weiter Limit Breaken können. Da ist für alles was dabei in verschiedenen Anzahlen und ganz unten kann man auch noch Tablets kaufen. Das würde ich aber niemals empfehlen, weil die sind einfach völlig überteuert. Das hat Bandai nie überarbeitet. Finger weg von den Tablets. Niemals kaufen für 5000 Blue-Tickets. Ist ein Riesenfehler. Selbst super seltene Tablets wie das Hangar-Tablet sind es nicht wert, für 5000 Blue-Tickets gekauft zu werden. Genau, das ist der Bazar. Dann haben wir hier noch einmal einen Infoknopf. Der Infoknopf zeigt euch die aktuelle TM-Unit, für die ihr farmt. Das ist die Unit, gegen die ihr kämpft auf der Treasure Map und die ihr auch farmt als Free-to-Play-Char. Also ihr kriegt sie durch Belohnungen und durch Drops
und könnt sie damit maxen. Könnt euch dann hier alles angucken, die Rumble Stats, die Support Ability, Special Captain Ability und so weiter. Genau. Dann haben wir hier die nächsten Auswahlmöglichkeiten. Haben wir noch Ranking und Treasure Rewards. Wir gucken uns erstmal bei Ranking rein. Können wir leider nicht, dafür brauchen wir erstmal einen Treasure Point. Ranking ist im Endeffekt einfach, ihr könnt gucken, wo ihr in der Rangliste steht. Bei Treasure Map spielt ihr immer gegen andere Spieler und die gehen in der Liga, in der ihr spielt, in eine Rangliste. Ihr seht das ja hier unten. Wir haben hier East Blue Liga, hier rechts noch eine Silberliga und links ist die Goldliga. Die Goldliga ist die höchste. Am Anfang müsst ihr East Blue spielen und ihr müsst einen gewissen Platz erreicht haben, um in die höhere Liga aufzusteigen. Und das heißt, wenn ihr jetzt neu angefangen habt, braucht ihr zumindest mal erstmal 2 Monate, um theoretisch, wenn ihr das schafft, in die Goldliga zu kommen. Und das sollte auch euer Ziel sein, denn in der Goldliga gibt es viel bessere Rewards und es droppen viel bessere Sachen. Der Vorteil von der East Blue Liga am Anfang ist, dass man ein Team bauen kann, das man für alle Bosse benutzen kann. Das gibt es später nicht mehr. Ab der Silberliga müsst ihr für jeden einzelnen Boss ein Team bauen. Das heißt, da wird das Teambuilding dann schwieriger. Definitiv schwieriger. Und ja, dann gibt es hier noch einen Button, den wir noch nicht benutzt haben. Und das ist der Treasure Reward Button. Bei dem Treasure Reward Button könnt ihr gucken, was ihr in eurer Liga für erreichte Punkte für Rewards bekommt. Und Treasure Map ist im Endeffekt der Modus, der sich mit am meisten lohnt, weil es halt einfach die besten Rewards gibt. Ihr seht das hier, für 100 Punkte gibt es schon ein 4-Star-Ticket. Dann gibt es hier alle möglichen Mats, vor allem für einen Beginner-Account sehr gute Mats. Ihr habt immer wenig Hummer, ihr habt relativ wenig Cola am Anfang tatsächlich, ihr habt kein Geld. Und das ist halt alles so das, was sich hier sammelt. Ihr kriegt hier natürlich auch Rainbow Jabs und so weiter. Limit Break Mats, das, was auch Beginner-Accounts am Anfang nicht haben oder fast nicht haben. Und das geht immer so weiter. Ihr kriegt hier die Limit Break Mats für die Unit, die ihr hier farmt, also für Ulti. Und es wird natürlich auch immer besser. Und für am Ende 10 Millionen Punkte bekommt ihr auch noch ein Legend-Ticket und ein bisschen Tinte für so Ink-Effekte, also im Endeffekt für die Skins in OPTC. Und diese Rewards sind natürlich in den höheren Ligen viel besser, aber es lohnt sich trotzdem, wenn man die Zeit hat, das hier mitzunehmen, auch als Beginner, weil es Gems sind, es sind Tickets, es ist alles mögliche, was ihr einfach braucht für euren Account. Auch Tablets habt ihr am Anfang auch fast gar nicht. Wir wählen jetzt einfach mal hier die East Blue Liga aus. Dann lädt der Screen einmal neu. Wir können keine andere Liga auswählen, weil das halt die niedrigste Liga ist. Jetzt seht ihr hier, es hat sich das Interface noch ein kleines bisschen verändert, nachdem wir die Liga gewählt haben. Ihr seht hier unten, welche TM wir gerade haben. Wir haben die Coast of Wano TM. Da steht dann immer dran, wie viel Sailing Stamina das kostet, auf der TM zu spielen. Eure Sailing Stamina, wie gesagt, seht ihr hier oben. Und einmal drücken kostet im Endeffekt 6 Stamina. Aber das zeige ich euch gleich noch, damit ihr das besser versteht. Also wir gehen einmal in den Run auf jeden Fall rein. Ihr seht da drunter euer Nuff-Level gerade. Also jedes Mal, wenn ihr eine Treasure Map besiegt habt und auf die nächste kommt, steigt euer Nuff-Level um 1. Und ihr kriegt auch jedes Mal dann mehr Punkte. Die Punkte steigen exponentiell. Sie steigen jede Run, den ihr macht, um 5%. Also ihr kriegt jeden Run 5% mehr Punkte. So. Und so erhöhen sich dann die Punkte. Und so könnt ihr ja dann auch immer langsam und stetig eure ganzen Rewards zu Ende farmen. Hier links seht ihr noch, wie viele Runs ihr noch machen müsst, bis ihr eine Bonus-Map bekommt. Das bedeutet eine Bonus-Map, die ist besser von den Drops her als die normale Map. Da liegen mehr gute Kisten rum, wo bessere Items drin sein können. Ja, genau, das ist halt im Endeffekt auch schon alles für die Bonus-Map. Jetzt gehen wir zu dem Treasure Map Crew-Button. Und ab hier gibt es jetzt 2 Möglichkeiten. Am Anfang würde ich euch sowieso empfehlen, guckt euch erstmal für Teams ein paar Vorschläge auf YouTube an. Versucht ein bisschen selber was zu basteln. Vor allem hier in der East Blue Liga könnt ihr nichts falsch machen. Ihr braucht ein Team für alle Gegner. Und die Gegner sind auch viel schwächer als in der höheren Liga. Also ihr könnt praktisch nicht sterben. Deswegen guckt einfach mal, dass ihr was Vernünftiges baut. Wenn ihr in der höheren Liga seid, habe ich ja schon gesagt, müsst ihr für jeden Boss ein eigenes Team bauen. Und das funktioniert im Endeffekt so, ihr könnt das hier in-game machen oder ihr benutzt den Treasure Map Planner. Ich würde euch auf jeden Fall den Treasure Map Planner empfehlen, weil er übersichtlicher ist. Ich erkläre euch aber jetzt nur in-game, weil ich zum Treasure Map Planner schon ein komplettes Video gemacht habe, wo ich alles erkläre, wie man damit umgeht. Könnt ihr auch gerne gucken, habe ich auch in meinen Playlist gespeichert bei den OPTC-Tools.
Da sind auch noch andere Videos drin zur Database und so. Also wenn euch das interessiert, schaut da mal rein. Ansonsten könnt ihr hier auch Ingame bauen. Das ist jetzt euer Interface hier. Ihr seht das hier, hier steht Boss. Und das sind die Minibosse. Eine Treasure Map besteht immer aus 4 Minibossen, einem Boss und dem Intrusion Fight. So. Und ihr könnt hier, wenn ihr auf Quest Guide geht, sehen, was ihr für Items kriegen könnt. Natürlich, also was droppt bei dem Fight, wer der Gegner ist. Und rechts auf Quest Guide seht ihr zum Beispiel, mit welchen Captains und welchen Crewmates das schon geklärt wurde. Orientiert euch am Anfang nicht daran, das ist auch vom Banda irgendwie völlig wahllos. Ich weiß gar nicht, wie das ausgerechnet wird. Macht's einfach nicht. Kann schon sein, dass da ein paar dabei sind, die es geklärt haben. Manchmal ist aber auch kompletter Quatsch drin. Guckt lieber bei Leuten, die Ahnung haben. Hier unten kriegt ihr dann die Auflistung, was die Bosse genau machen. Ihr seht das hier, zum Beispiel Battle 1. Da kriegen bestimmte Klassen die Special Charge reduziert. Das ist wichtig, denn bei der Intrusion müsst ihr sofort kämpfen. Das heißt, ihr könnt nicht für Special stallen. Deswegen achtet darauf, wenn ihr dafür Teams baut, dass ihr auch die Klassen ins Team gepackt habt, die hier geboostet sind. Ne? Und danach solltet ihr dann immer filtern. Genauso hier, dann geht es hier weiter. Ihr kriegt hier Debuffs ab, zum Beispiel 2 Turns Despair, 30 Turns HP Cut, 2 Turns Death ab vom Gegner und so weiter. Und das geht dann auch immer so weiter durch. Genau, und so könnt ihr dann halt für jeden Boss ein Team bauen. Und ja, hier sind es halt logischerweise andere Debuffs bei dem Boss und bei den Minibossen auch. Die Minibosse sind natürlich viel leichter als der Endboss und die Intrusion, aber ja, das macht ja im Endeffekt nichts. Dann kommt ihr da einfach nur leichter durch. Ich mache es jetzt mal so, um euch das mal zu zeigen. Ich gehe jetzt mal auf Select All und dann auf Start Over. Und dann solltet ihr immer so vorgehen, dass ihr erstmal eure Box filtert. Und zwar scrollt ihr hier runter und geht auf Boost Effects. Wenn ihr auf Boost Effects geht, werden euch alle Units oben angezeigt. Moment, ich scroll nur mal kurz hoch. Die leuchten und für diese Treasure Map geboostet sind. Ihr solltet hier natürlich bei euren Filtern auch alles auswählen, damit ja wirklich alles angezeigt wird. Jetzt habe ich wahrscheinlich unten das vergessen. So. Ist tatsächlich aber, glaube ich, nur eine Unit, kann das sein? Ja, wahrscheinlich schon, weil ich im Endeffekt den Account halt nicht spiele und der fast keine Units hat. Also das kann schon sein, dass es wirklich nur eine Unit ist, die hier aus meiner Box geboostet ist. Auf jeden Fall solltet ihr dann mal gucken. Ihr seht, dass hier die Unit leuchtet und hier unten steht der Point Boost. Bei dem Luffy ist es hier zum Beispiel 1,2. So, und dann solltet ihr gucken, dass ihr aus den Units, die einen Point Boost haben, bei euch ein Team baut. Wie gesagt, der Account hier wird nicht viel gespielt, der hat jetzt kaum Units. Aber ich würde jetzt einfach mal nur, um es zu demonstrieren, ein Team bauen, damit ich euch zeigen kann, wie die Treasure Map selber aufgebaut ist im Endeffekt. Ich packe jetzt hier einfach mal irgendwas rein, was ich hier in meiner Box habe. Das ist eigentlich egal. Wir können hier noch Jack reinpacken, glaube ich, und ist ja auch egal, wenn wir dann das nicht schaffen. Es geht ja nur jetzt darum, euch das zu zeigen. Aber ich würde halt schon gerne Max-Level-Units nehmen, tatsächlich. Weil die Box ist halt auch komplett voll mit Zeug. Dann packen wir den Magellan wieder rein. Und hier unten war, glaube ich, auch noch was. Gehen wir mal auf Favorite. Damit ich meine gelevelten Units oben wieder angezeigt bekomme. Genau, dann packen wir einfach noch hier Nami Robin rein. Das ist jetzt ein Team, das solltet ihr so niemals bauen, aber wie gesagt, das ist jetzt ja nur zu Demonstrationszwecken. Genau, so macht ihr das für jeden Boss. Wie gesagt, in der East Blue League am Anfang braucht ihr nur ein Team für alle Bosse, das heißt, macht euch da keine Gedanken. Ihr müsst da auch die Debuffs nicht umspielen, die Bosse sind meistens so einfach, dass das völlig egal ist. Aber ihr solltet schon mal versuchen, da zu üben, Teams zu bauen. Das würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, weil es wird sehr viel leichter, wenn man das selber macht und wenn man das nicht immer komplett von anderen Leuten kopieren muss. Dann gehen wir jetzt hier mal zurück und dann zeige ich euch jetzt mal noch den Game Mode selber. Ihr klickt dann einfach hier unten hin und geht auf Set Sail. Dann kriegt ihr nochmal die Warnung, dass wenn ihr dann quittet, dass eure komplette Sailing Stamina weg ist. Also passt auf, dass ihr nicht quittet einen Run. Ihr könnt allerdings Treasure Map Runs unterbrechen, wenn ihr noch was anderes machen wollt. Also ihr könnt, wenn ihr nebenher noch XP farmen wollt, wenn ihr kurz vorm Level Up seid oder wenn ihr einfach was anderes erledigen wollt, könnt ihr einfach den Zurück-Button drücken
Und dann auf Suspend gehen. Nicht auf Give Up. Give Up ist schlecht, dann habt ihr den Run aufgegeben und die Punkte sind weg. Auf Suspend. Suspend heißt unterbrechen. Dann kommt ihr einfach wieder auf den Homescreen zurück. So, ich mache das jetzt aber mal nicht und zeige euch, wie es geht. Das ist jetzt der Aufbau von der Treasure Map. So, und ihr könnt hier im Endeffekt bei der Treasure Map gucken, wie die Map aufgebaut ist. Also ich kann hier jetzt mal so ein bisschen rumscrollen. Ihr seht das hier, sind verschiedene Felder. Und ihr könnt hier unten rechts mit diesem Kompass würfeln. Da drücke ich jetzt mal drauf. Und dann seht ihr von 1 bis 5, das ist immer zufällig, was kommt. Und dann bewegt sich euer Schiff vorwärts und ihr sammelt Sachen ein. Diesen Vogel müsst ihr einsammeln, der erhöht eure Treasure Points. Früher war das nicht so, da konnte man den tatsächlich verfehlen. Mittlerweile hat Bandai das geändert, ihr könnt ihn nicht mehr verfehlen. Ihr trefft ihn auf jeden Fall. Und das ist auch immer gleich, immer wenn eine Treasure Map anfängt, kommt der Intrusion Boss auf die Map gesprungen. Alle anderen Bosse stehen entweder hier auf der Map verteilt oder kommen erst, wenn ihr beim Endboss seid. Der Intrusion Boss ist aber einfach so auf der Map und greift euch immer nach 2 Runden an. Und dann bekämpft ihr den halt. Bei dem Rest ist es egal, wenn ihr einen Mini-Boss auf der Map schon besiegt, müsst ihr ihn beim Endboss nicht nochmal besiegen. Ihr könnt aber auch einfach geradeaus durchgehen und kämpft dann sofort gegen die ganzen Mini-Boss und den Endboss beim Endboss-Fight. Die anderen Felder hier auf der Map kann ich euch auch kurz erklären. Wir haben hier einmal so eine Kiste. Diese Kisten gibt es einmal in Gold und einmal in so Rainbow-Farben. Die Rainbow-farbenen Kisten haben die besseren Drops drin. Und da können unterschiedlichste Items drin sein. Cola, Lobster, Hummer, Geld, alles Mögliche. Diese Coin-Felder logischerweise geben euch Coins. Die roten Felder sind Buffs für euch. Manchmal ist das so ein Feld. Dann hat das im Endeffekt die Wirkung, dass ihr einen besseren Würfelwurf bekommt. Also der wird einfach erhöht um 1. Und es gibt aber auch noch andere rote Felder, zum Beispiel das hier. Da wird die komplette ATK eurer Crew dauerhaft erhöht, solange ihr auf der Treasure Map seid, bis ihr wieder ein anderes rotes Feld einsammelt, weil die überschreiben sich. Aber darauf solltet ihr beim Team bauen auf jeden Fall nicht hoffen, dass ihr das immer trefft. Das ist halt völlig zufällig. Was auch noch wichtig ist, ist, dass ihr hier seht, ihr habt ein Bento hier liegen. Dieses Bento kann eure Sailing Stamina, die ihr oben immer noch seht, um 50, um 75 oder um 100% nachfüllen. Das solltet ihr versuchen mitzunehmen, wenn es Sinn macht. Ich habe mir mal mit jemand anderem zusammen, oder es hat, glaube ich, der andere hat es, glaube ich, zuerst ausgerechnet, aber ist ja auch egal, wie rum, ausgerechnet, wie es am meisten Sinn macht, mathematisch gesehen. Wenn ihr hier am Ende seid, solltet ihr eigentlich immer zum Endboss laufen, außer ihr würdet genau diesen Mini-Boss hier noch treffen. Dann lohnt es sich zu versuchen, dieses Bento zu bekommen, eure Stamina nachzufüllen. Einfach weil die Chance zu gering ist. Ihr habt ja nur eine Chance, wenn ihr eine 2 würfelt, dieses Bento zu treffen. Und das ist diesen Umweg nicht wert, außer ihr trefft ihn genau. Ansonsten solltet ihr hier immer durch die Mitte direkt zum Endboss laufen. So, das ist im Endeffekt auch schon alles für die Map. Und ja, jetzt kämpfen wir einfach mal noch gegen den Intrusion-Boss. Und ich glaube, dann seid ihr gut gerüstet, um eure erste Treasure Map selber zu spielen. Oder auch die zweite, wenn ihr die erste vielleicht noch nicht so ganz verstanden habt. Ja, das hat der zweite Vogel, wenn ihr den einsammelt, hat keine Wirkung. Das hat einfach, habt ihr Pech gehabt, ihr habt zu niedrig gewürfelt, habt ihr ihn nochmal. So, das ist jetzt der Intrusion Boss. Der Intrusion Boss ist der einzige Boss, wo ihr eine Wahl habt, ob ihr ihn bekämpfen wollt oder nicht. Ihr solltet ihn aber immer bekämpfen, weil der eure Punkte natürlich auch erhöht. Retreat ist wirklich nur, wenn ihr in einer höheren Liga seid, ihr habt kein Team, was den besiegen kann, dann müsst ihr den Knopf halt drücken, aber ansonsten nicht. Wir gehen jetzt einfach auf Battle und schauen uns das mal an. Es wird automatisch das Team ausgewählt, was wir vorher für den Intrusion Boss gebaut haben. Und jetzt sucht ihr euch im Endeffekt aus eurer Friendlist einen Friend-Captain aus. Da solltet ihr natürlich auch einen nehmen, der einen Boost hat. Ich nehme jetzt einfach mal denselben nochmal. Ist ja nur zu Demonstrationszwecken. Ich glaube auch nicht, dass wir mit dem Team den Boss überhaupt besiegen können. Aber ich möchte euch einfach mal zeigen, wie genau das hier jetzt alles noch funktioniert, wenn man in einem Kampf ist. Das lädt jetzt kurz. Und natürlich wieder Download, weil ich die ganzen Charaktere noch nicht gesehen habe. Alles gut. Der Kampf fängt an und auf der ersten Stage ist immer so, es erscheint immer eine Unit, die euch Special Charge gibt.
Das ist bei unterschiedlichen Bossen immer für andere Klassen der Fall. Das müsst ihr euch vorher angucken, wie das Sinn macht. Es kann zum Beispiel sein, dass der erste Miniboss nur Strength Units charge, der zweite Miniboss nur Quick. Es steht aber immer dran. Und dann solltet ihr eure Teams logischerweise auch danach bauen. So, und hier haben wir jetzt, ihr seht hier, wir kommen direkt auf der Stage an bei ihm. Das bedeutet, wir haben keine Möglichkeit mehr, unsere Specials zu laden. Und ihr seht hier, ich habe mich jetzt nicht orientiert, habe irgendein Team gebaut und schon habe ich das Problem, dass meine Specials nicht ready sind, weil ich nicht die richtigen Klassen ausgewählt habe. So, wir schauen jetzt mal, ob wir hier einfach ein bisschen stallen können. Wir haben den Despair-Debuff bekommen, das heißt, wir machen keinen Schaden. Und ich denke mal, dass das hier trotzdem sehr einfach möglich sein müsste, auf East Blue das trotzdem noch zu besiegen. Einfach, weil es halt so leicht designt ist. Genau, wir stallen jetzt einfach mal kurz die Debuffs aus. Das sind ja nur 200 Schaden, die der Gegner hier macht. Jetzt kommt hier Don't Waste My Time. Er heilt sich, aber wir haben eh noch keinen Schaden gemacht. Wir benutzen mal das Special von Luffy. Das haut ihn einfach direkt komplett weg. Okay, gut, ich wusste nicht, dass der wirklich so wenig HP hat. Aber da seht ihr mal, wie leicht die Bosse auf East Blue wirklich sind. Da müsst ihr wirklich nicht viel Energie ins Teambuilding stecken. Guckt da am Anfang einfach, dass ihr in einem Team, ihr könnt ja eh nur ein Team spielen, einfach eure Units reinstopft, die alle den höchsten Boost haben. Und das wird trotzdem funktionieren. Ja, wir benutzen hier den Super-Type von Luffy gegen Ulti. Und knallen sie im Endeffekt auch weg. Und damit ist der Fight gewonnen, der Intrusion-Fight. Jetzt seht ihr das hier oben. Ihr kriegt sofort einen Rang zugewiesen, weil wir das erste Mal Treasure Points bekommen haben. Ihr seht hier, ihr kriegt XP, also Treasure Map ist auch gut am Anfang, um XP zu farmen. Hier unten kommen eure Drops. Das ist jetzt noch hier was Zusätzliches von meinen Missionen, das könnt ihr einfach ignorieren, das ist völlig egal. Aber ihr seht das hier, wir haben hier ein Limit Break Matt bekommen, wir haben hier eine Potion bekommen und Cotton Candy. Alles drei Items, die so ein Account am Anfang dringend braucht. Und die droppen hier halt auf der Treasure Map die ganze Zeit. Deswegen lohnt es sich, den Modus zu spielen. Genau, wir gucken uns jetzt noch ein bisschen weiter an. Wir kriegen hier auch Mastery Points. Das bedeutet, wenn ihr Units habt, die noch keinen Limit Break haben, weil ihr nicht genug von diesen Potions hattet, alle Units von euch kriegen hier automatisch Mastery Points durchs Kämpfen, ohne dass ihr eine Potion benutzen müsst. Also da könnt ihr auch noch ein bisschen gucken. Okay, das ist auch wieder uninteressant. Ihr schaltet jetzt irgendein Gempack frei, wenn wir ein gewisses Level erreicht haben. Kann man auch ignorieren. Ihr seht das jetzt, wir kriegen jetzt einen Bonus. Und zwar, wenn man den Intrusion Boss besiegt, kriegt man für den Rest der ganzen Map einen 1,5er Stat Boost für die Crew. Was sehr gut ist, dadurch macht ihr natürlich wieder mehr Schaden und es ist sehr wichtig, das einzusammeln. Und ihr seht das jetzt hier, wir haben 3000 Punkte dieses Ziel erreicht und dadurch kriegen wir diese ganzen Rewards einfach jetzt schon gut geschrieben. Das bedeutet, wir kriegen hier Evolver, Hummer, Gems, Tickets und so weiter. Ja, und so spielt man im Endeffekt Treasure Map, bis man keine Lust mehr hat oder bis man alle Rewards hat. Das sollte ja dann immer jeder selber für sich entscheiden. Aber ich zeige euch jetzt nochmal ganz kurz, wie das Endboss-Interface aussieht. Und dann soll es das auch gewesen sein. Dafür laufe ich jetzt einfach durch die Mitte durch. Das ist sowieso die beste Taktik, womit ihr am meisten Stamina spart. Lauft einfach durch die Mitte durch. Einfach mittig durchlaufen. Da kommt ihr am günstigsten über die Map drüber. Die Minibosse könnt ihr am Ende sowieso nochmal bekämpfen. Das heißt, es gibt keinen Grund, hier einfach sinnlos abzubiegen. Nur für ein paar Items. Macht das nicht. Wir gehen jetzt auch einfach weiter geradeaus. Ich habe ja schon gesagt, wenn ihr hier an diesem Punkt steht, wenn ihr genau diesen Miniboss treffen solltet, geht hin, probiert das Bento einzusammeln. Mit einer 2 hätten wir es nicht geschafft, deswegen gehe ich einfach in der Mitte weiter und gehe zum Endboss. Mit einer 4 reicht es auch, da kommen wir da auch an. Und jetzt seht ihr hier das Endboss-Menü. Und wie ihr sehen könnt, ist der Endboss nicht angreifbar, der ist gebindet mit einer 4. Das bedeutet, ihr müsst erst alle 4 Minibosse besiegen, bevor ihr den Endboss angreifen könnt. Und so müsst ihr es halt machen, ihr greift den ersten an, besiegt ihn und dann schaltet sich der Endboss frei und fertig. Und sobald ihr diese 5 Kämpfe dann bestritten habt, die genauso ablaufen wie der Fight, den ich euch gerade eben gezeigt habe, ist die Treasure Map zu Ende. Und die nächste Treasure Map fängt wieder an mit denselben Gegnern, die aber ein bisschen mehr HP haben, ein bisschen mehr Schaden machen. Und das war's dann auch schon. Ja, ich hoffe,
euch hat dieses erste Obi-Erklärt-Video gefallen und ihr konntet mit den Erklärungen zu Treasure Map ein bisschen was anfangen. Wenn ihr Fragen habt, vor allem bei diesem Beginner-Video, schreibt es einfach in die Kommentare. Ich versuche auf alles zu antworten und ja, wenn es euch gefallen hat, lasst natürlich auch gerne ein Abo und ein Like da. Das hilft immer sehr weiter. Ansonsten wünsche ich euch noch einen fantastischen Abend, Tag, Mittag, wann auch immer ihr das Video schaut. Haut rein, Leute. Ciao, ciao.